Ernsthaft krank oder nur wetterfühlig? Hast du diesen blöden Spruch auch schon öfters gehört? Bleib dran und ich erkläre dir, warum Wetterfühligkeit ein Thema ist, das uns alle betrifft. Gewitterstimmung, Föhn, Hitze, Wind, teilweise Sturm. Ja, bei diesen Wetterkapriolen, die wir zurzeit erleben, klagen viele Menschen über Beschwerden. Kennst du diese Beschwerden auch? Wenn ja, dann ist dieses Video heute genau das Richtige für dich. Ich zeige dir, was du bei der Wetterfühligkeit schon vorab tun kannst, um einige Symptome abzuschwächen bzw. sogar ganz unterdrücken kannst. Was bedeutet jetzt Wetterfühligkeit? Es bedeutet, dass der Körper auf Wetterumschwünge sensibler reagiert als normal eben. Ja, viele haben dann zum Beispiel Kopfschmerzen. Es geht bis zur Migräne, Schlafstörungen, Kreislaufprobleme, Übelkeit kann da auch eine Ursache sein. Und es geht sogar so weit, dass es zu rheumatischen Schüben führen kann. Ja, Wetterfühligkeit ist zwar keine Krankheit an sich, aber man fühlt sich krank und dadurch kann das natürlich den Alltag sehr, sehr stark beeinträchtigen. Ja, wenn du selbst unter Wetterempfindlichkeit leidest und deinen Körper schon gut kennst und weißt einfach, wie er reagiert und wann er reagiert, dann kannst du mit Hilfe von ätherischen Ölen relativ einfach auch hier Abhilfe schaffen. Ja, warum können denn jetzt ätherische Öle hier helfen? Ja, ätherische Öle haben aufgrund ihrer natürlichen Zusammensetzung eine Vielzahl von Wirkungen, die gerade bei Wetterfühligkeit sehr gut unterstützen können. Ja, sie können entspannend, schmerzlindernd und stimmungsaufhellend wirken. Genau die Eigenschaften, die bei Wetterfühligkeit helfen können. Vor allem hast du die ätherischen Öle immer bei dir und du kannst dir deine eigene, ganz persönliche Mischung machen. Bleib dran, am Ende des Videos kreieren wir genau diese Mischung zusammen. Ja, wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und abonniere doch unseren Kanal und schreib mir dann später auch was in die Kommentare. Ja, welche Öle können dich denn jetzt unterstützen? Migräne und Kopfschmerzen sind das häufigste Thema bei Wetterfühligkeit. Da habe ich jetzt zwei Öle für dich. Einerseits das Pfefferminzöl. Das Pfefferminzöl kühlt natürlich sofort und reduziert auch Kopfschmerzen. Und das zweite Öl ist das Zypressenöl. Das Zypressenöl, das entspannt dich bei der Migräne und bei den Kopfschmerzen und bringt diese angestauten Energien wieder in Fluss. Ja, was tritt noch sehr häufig auf, gerade bei der Wetterfühligkeit? Das sind Gelenksprobleme. Da habe ich zwei Öle wiederum für dich. Einerseits ist es das Weihrauchöl. Das Weihrauchöl wirkt natürlich entzündungshemmend und auch schmerzlindernd. Und das zweite ist das Rosmarinöl. Und das Rosmarinöl wirkt natürlich sehr durchblutungsfördernd. Ja, dann gibt es natürlich die Stimmungsschwankungen. Da gibt es auch wiederum zwei Öle. Und gerade die Stimmungsschwankungen, da muss ich sagen, ja, da leide ich selber auch darunter, also unter noch vielen anderen Wetterfühligkeiten. Aber die kommen schon sehr häufig. Und da ist einerseits natürlich die Bergamotte ein sehr, sehr gutes Öl, weil die Bergamotte hebt die Stimmung. Also auch die Zitrusöle sind da sehr gut. Und ein zweites Öl, das wiederum dich ein bisschen zur Ruhe bringt und ein bisschen dich entspannt, das ist das Ylang-Ylang-Öl. Ja, und dann können natürlich auch Schlafprobleme auftreten, gerade bei der Wetterfühligkeit. Da habe ich jetzt auch wiederum zwei Öle für dich. Es gibt natürlich viel, viel mehr Öle, aber die zwei würde ich dir jetzt empfehlen. Das altbewährte und altbekannte Lavendelöl, das dich natürlich beruhigt, entspannt und dir wirklich einen guten, guten Schlaf gibt. Und das zweite Öl ist das Sandelholzöl, das genauso entspannend und beruhigend wirkt. Ja, jetzt zum Schluss habe ich noch ein paar ganz einfache Rezepte für dich. Da kannst du dir in so einem 10 Milliliter Roll-On-Fläschchen deine Rezepte selber herstellen oder deine Mischungen selber herstellen. Dazu brauchst du zu den ätherischen Ölen noch Mandelöl zum Beispiel als Trägeröl. Also ich verwende am liebsten eigentlich Mandelöl, weil sich das sehr gut vermischt und weil es sehr neutral ist und relativ geruchsfrei ist.
Jetzt machen wir die erste Mischung ganz einfach. Die erste Mischung ist eben bei Kopfschmerzen zum Beispiel. Dann nimmst du 10 Tropfen Pfefferminzöl, 10 Tropfen Zypressenöl und dann einfach füllst du den Roll-On auf mit Mandelöl. Immer gut schütteln, aber es vermengt sich sowieso sehr gut, weil sich die fetten Öle sehr gut mit den ätherischen Ölen vermischen. Und dann hast du für unterwegs eben mit so einem Roll-On-Aufsatz obendrauf und dann hast du für unterwegs immer deinen Roller griffbereit in der Tasche. Die zweite Mischung ist dann eben bei Gelenkschmerzen. Da nimmst du 10 Tropfen Weihrauchöl und 10 Tropfen Rosmarinöl und füllst sie wieder mit dem Trägeröl auf. Die dritte Mischung ist dann für eine bessere Stimmung. Da nimmst du 10 Tropfen vom Bergamottöl und eben 5 Tropfen vom Ylang Ylangöl und wiederum auffüllen mit dem Trägeröl. Ja, und der letzte Roll-On, den du dir herstellen kannst, ist der Roll-On für einen guten Schlaf. Und zwar nimmst du wiederum 10 Tropfen Lavendelöl, 10 Tropfen Sandelholzöl und füllst es wiederum auf mit einem Trägeröl. Ja, das waren auch schon alle Mischungen. Ich hoffe, hier ist etwas für dich dabei. Ja, das war's auch schon wieder und ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dich damit ein bisschen bei deiner Wetterfühligkeit unterstützen und du hast dir ein paar Tipps und Tricks mitgenommen.